دك يا جبال نحن في القمم اصنع الرجال ايقظ الهمم دك يا جبال 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 نحن في القمم اصنع الرجال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Liebe Geschwister im Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich freue mich für jeden, der auf das Video gegangen ist, um die Wahrheit zu erfahren, denn es ist wichtig, dass wir die Wahrheit sprechen. Und die Frage ist ganz klar: Was wollen Pierre Vogel und Co.? Al-Jannah, wie jeder andere von uns. Ja, ich denke mir, das muss klar sein. Ja, Al-Jannah, das Gute in Al-Akhirah, das Gute im Jenseits, das Paradies. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala die Brüder, alle Duat und Al-Mashaykh, die sich bewegen auf dem Weg des Islams, auf dem Weg der Da'wah, von den Leuten des Paradieses machen. Von Ahlul Jannah, Ahlul Na'im. Mein Bruder im Islam, meine Schwester im Glauben, wenn du auf das Video gegangen bist, weil du gedacht hast, jetzt habe ich das neueste Gerücht, jetzt habe ich das Aktuellste an Fitna, ich kann es verbreiten, ich bin der Erste, muss ich dir sagen, dass es nicht das ist, worauf oder wonach du gedacht hast. Die Frage ist klar gewesen, habe ich ja gesagt, und die Antwort wird der Peer selber bestätigen. Oder jeder andere von den Duat und den Mashaykh. Aber mir geht es hier um was ganz anderes. Mir geht es darum, und darum ändere ich hier den Banner, wie du lesen kannst, mir geht es darum, wie geht man mit einer Fitna um, mit einem Gerücht, mit solchen Sachen, ja. Eher gesagt mit einer Fitna, eine Sache, die, eine Versuchung, eine Sache, die verbreitet wird, ja, und die nicht eine schlechte Nachricht, ja, also nicht positive Nachricht, nicht die Nachricht, die unser Iman stärkt, ja. Im Gegenteil, die unser Iman schwächt, liebe Geschwister. Und ich nehme als Beispiel ein Beispiel, was ich von einem Khatib gehört habe, dem Bruder Wissam, in einer Khutba, ja, wo der über Ka'b ibn Malik gesprochen hat. Und die Geschichte von Ka'b ibn Malik ist sehr bekannt. Für die, die ihn nicht kennen, die können die finden in Riyad al-Salihin. Ich glaube, das ist Hadith 21, muss das sein. Ja, Hadith 21, der Hadith, den ihr lesen könnt, ist ein sehr langer Hadith über sein Ereignis, ein sehr bekanntes Ereignis von Ka'b ibn Malik. Und er hat eine Reihe von Khutbas darüber gemacht. Und ich war an dem Freitag da und er sprach dann, wie der umgegangen ist, als eine Versuchung zu ihm kam, eine Botschaft zu ihm kam, ja, die ihn zu etwas gerufen hat, was nicht gut ist. Und genauso wie der damit umgegangen ist, mit dieser Botschaft, so sollten wir mit den Botschaften umgehen, die nicht gut sind, die Fitna verursachen würden, ja, unter den Muslimen. Jetzt sagt, erzählt Ka'b ibn Malik, als ich über den Markt von Medina lief, sah ich einen Bauern aus Scham, der Lebensmittel verkaufte und die Leute fragte, ob sie ihm Ka'b ibn Malik zeigen können. Sie wiesen auf mich, bis er zu mir kam und er übergab mir einen Brief des Königs von Rassan. Ja, den König von Rassan. Und da ich belesen genug war, sagt Ka'b, lass ich ihn, und sein Inhalt war folgend. Wir haben erfahren, dass dein Gefährte, das heißt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dich ungerecht behandelt. Gott will dich nicht misshandeln lassen. Es ist dein Recht, dass wir dich trösten. Als ich diesen Brief gelesen habe, also diese Botschaft, sagte ich mir, das ist noch eine Prüfung für mich, und verbrannte den Brief. Ja, da war so ein Feuer und er hat diesen Brief mit dem Feuer verbrannt. So ist er mit einer Botschaft umgegangen, die nicht positiv war, weil die haben ihn gerufen zu sich, nämlich nicht zum Islam. Ja? Und er sah es als eine Versuchung, es war eine Versuchung und als eine nicht gute Botschaft. Und wie ist er damit umgegangen? Er verbrannte. Und so sagt er auch der Khatib, der Bruder Wissam, in seiner Khutba, dass man umgehen sollte mit Fitna, mit diesem schlechte Nachrichten, die verbreiten werden, oder Botschaften, die zu uns kommen.
Ja, und deswegen, liebe Geschwister, das auch meine Nasiha zu euch, das ist auch meine Nasiha zu euch. Ihr sollt euch nicht freuen, wenn ihr etwas liest oder irgendeine E-Mail erhält oder irgendeine Sache über WhatsApp oder über Fitnabook. Ja, wenn ihr irgendwas erhält, was etwas Negatives beinhaltet. Er spricht gegen ihn oder das wird jetzt über ihn erzählt. Ach, ich verbrenne es. Ersticke es, diese schlechte Botschaft. Erst recht verbreite es nicht. Denn das ist der größte Fehler. Die Leute freuen sich. Ja, ich habe das neueste Gerücht. Abu Ali hat gegen den gesprochen und möge Allah mich beschützen, sowas zu tun. Außer ich spreche die Wahrheit. Ja, in gewissen Angelegenheiten, wo man die Wahrheit dann sprechen muss. Ja, und das ist, liebe Geschwister, was ich den Brüdern mitgeben möchte. Und den Schwestern. Weil was passiert danach? Du nimmst diese Botschaft wahr. Jetzt irgendein E-Mail, irgendeine Lossage, irgendwas, ja. Über unsere Geschwister in der Umma. Wir sollten uns nicht freuen. Erstens sollten wir uns nicht freuen, weil das ist nicht eine Sache, worüber wir uns freuen sollten. Das ist eine Sache, was den Iman schwächt. Und jeder kann das bestätigen. Dass wenn solche Botschaften rumgehen, dass dann dein Iman, dass du spürst in deinem Iman, dass das schwächt. Du fühlst dich nicht schön danach. Du fühlst dich nicht gut, sagst, boah, Hammer, Alter. Der hat gegen ihn gesprochen. Nein, nein. Im Gegenteil. Das weiß jeder im Inneren. Außer der ein schlechtes Herz hat und der möchte, dass Schlechtes verbreitet wird und der möchte, dass die Geschwister sich streiten und uneinig sind. Ja, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns einig machen. Geschwister im Islam, was geschieht danach? Die Leute fangen an zu reden. Die fangen überall an zu reden und zu lästern und zu sprechen und zu erzählen. Und es gibt einen Hadith von Anas radiallahu anhu. Berichtet ist, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, während meiner Himmelfahrt kam ich an Menschen vorbei, deren Fingernägel aus Kupfer waren und mit denen sie sich ihre eigenen Gesichter und Brüste zerfleischten. Sie hatten Fingernägel aus Kupfer und sie zerfleischten ihre Gesichter und ihre Brüste. Ja, ich sagte, O Jibril, wer sind diese? Er sagte, diese sind die, die von den anderen übel reden und ihre Ehre verletzen. Von der Hadith ist bei Abi Dawud. Liebe Geschwister, seht ihr, ja, was danach entstehen, diese Reden, schlecht reden über andere, verletzt die Ehre des anderen. Und das ist dann der Ausgang, was du gerade gehört hast, berichtet von Anas radiallahu anhu. Ja, Aussagen von unserem Gesandten sallallahu alaihi wasallam, den wir alle lieben und folgen wollen. Deswegen, liebe Geschwister im Islam, denkt darüber nach. Wenn du auf das Video gegangen bist und du hast gedacht, boah, Alhamdulillah, jetzt habe ich der Erste, der das Gerücht bekommt, hier, Abu Ali spricht gegen ihn. Nein, Achi, ich wollte dir nur die Wahrheit sagen. Die Wahrheit ist, dass diese Geschwister Al-Jannah haben möchten. Genau wie jeder andere Da'i und Sheikh, der zum wahren Weg des Islams ruft, auf den wahren Weg ist. Und das ist die Botschaft gewesen. Aber das ist die Wahrheit gewesen bezüglich der Frage. Und die Botschaft ist, so sollst du auf Fitna reagieren. Geh nicht darauf ein, Achi. Denn es ist wichtig, dass wir Einigkeit bringen zwischen unseren Geschwistern und nicht Uneinigkeiten verbreiten. Glaub es mir. Denn es gibt hierzu einen schönen Hadith und ich beende meine Botschaft mit diesem Hadith. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam fragt die Sahaba, liebe Geschwister, in einem Hadith, der Hadith ist auch bei Abi Dawud, soll ich euch nicht berichten, was bevorzugter ist in Darajat von Gebet, von Siyam und Sadaqat und Spenden, also in den Stufen fürs Gebet. Also du kriegst noch mehr Stufen als von Gebet und von Siyam und Sadaqat. Das ist alles freiwillige Taten, für freiwillige Taten gedacht. Naja, nicht, dass einer denkt, okay, wenn ich das mache, dann brauche ich nicht mehr beten. Das ist der Shaitan, der von links und rechts kommt und dir sowas erzählt. Hier reden wir von freiwilligen Taten, ja, freiwilliges Gebet, freiwilliges Fasten, freiwilliges Spenden. Qalu, die Sahaba radiallahu anhum, qalu bala ya Rasulullah. Ja, bala ja Rasulullah ist auf, ja, sicherlich ja Rasulullah, natürlich ja Rasulullah, weil die Sahaba radiallahu anhum haben nicht nur gesagt jetzt hier, na'am, ja, erzähl mal. Das bala ja Rasulullah heißt natürlich. Mit Sicherheit wollen wir es wissen, weil die wollten es wissen, weil die wollten Stufen erhöhen, damit sie Al-Jannah erreichen, sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, Frieden stiften zwischen zwei, die uneinig sind. Ja?
Frieden stiften zwischen zwei, die uneinig sind. Kumachi. Mehr Darajat, mehr Stufen. Ja, liebe Geschwister, als Salah und Siyam und Sadaqa, aber im freiwilligen Basis, wenn du Frieden stiftest zwischen zwei, die uneinig sind, denk darüber nach. Nicht verbreiten, teilen und was auch immer und jeden zeigen und rumschreien. Ja, im Gegenteil. Und freuen vielleicht, weil auch etwas wieder entstanden ist und wieder durch die Runde gehen. Nein, ach, hörst du, zwei sind uneinig, stifte Frieden zwischen den zwei. Ja, stifte Frieden zwischen den. Das ist die Botschaft, Achi. Stifte Frieden zwischen zwei, die uneinig sind. Freue dich nicht. Das ist kein Grund, dass wir uns freuen. Das ist kein Grund, dass wir uns freuen, wenn es unter der Umma Uneinigkeiten gibt. Denn wir sind Brüder, Achi, und Schwestern im Glauben. Und wenn wir sagen Bruder und Schwester, dann sollten wir es auch so meinen. Ja? Oder bist du zufrieden, wenn dein Bruder und deine Schwester sich gegenseitig streiten? Nein, Achi. Dann versuchst du auch, Einigkeit zu suchen. Gehst nach Hause, deine Mutter sagt, dein Bruder und Schwester streiten sich. Du versuchst, die dann zusammenzubringen. Dass die aufhören, sich zu streiten. Freust dich nicht darüber. Also nennen wir uns nicht nach etwas, wenn wir nicht nach dem Handeln, Achi. Wa ukhti. Im Islam. Ja? Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Deswegen, Achim, das ist das Thema gewesen. Auch wenn der Titel, und ich habe dir auch die Frage beantwortet, ja. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben, wenn wir schlecht über andere geredet haben. Und wenn wir ihre Ehre verletzt haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Einigkeit geben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala Einigkeit zwischen zwei Brüdern oder Schwestern geben, die uneinig sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Mitteln oder zu den Hilfsmitteln machen, die Einigkeit bringen zwischen zwei, die uneinig sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns in Zeit der Fitna stark machen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns in Zeit der Fitna richtig handeln lassen, liebe Geschwister. Hier möchte ich in Klammern setzen, ich bin mir sicher, dass viele Muslime, wenn sie etwas tun, mit guter Absicht das machen. Aber wichtig ist nachzudenken, ob es richtig ist, was du gerade tust. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von denjenigen machen lassen, die das Richtige wählen und das Richtige tun. Zwischen das Falsche und das Richtige immer das Richtige entscheiden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von Ahlul Na'im, von Ahlul Jannah machen. Von den Leuten des Paradieses und von den Leuten des Na'im machen, liebe Geschwister. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Geschwistern und alle gläubigen Mu'minat und Mu'minin, gläubigen Frauen und gläubigen Männer, auf der ganzen Welt vergeben und ihnen ihre Angelegenheiten leicht machen und ihnen ihre Ziele geben und ihre Taten akzeptieren und ins Paradies bringen. Wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.